Tag Leute und herzlich willkommen zu den Top 25 Minecraft Texture Packs. Das ist hier nur insgesamt einer von drei Teilen. Das heißt, insgesamt habe ich hier nach 75 Texture Packs vorgestellt. Einmal die ganz normalen Texture Packs, die PvP Texture Packs und die YouTuber Texture Packs. Alles ist natürlich auf meiner Seite zusammengefasst. Das heißt, am Ende des Videos, also schaut es euch noch an, kann man dann auf die Seite gehen und jedes einzelne Texture Pack nochmal downloaden. Hierbei wird man dann auf die Originalseite geleitet. Um die anderen zwei Teile zu sehen und um diese auf keinen Fall zu verpassen, lohnt es sich natürlich zu abonnieren. Das hilft euch letzten Endes bei der Suche und ist auch vorteilhaft, wenn ihr überhaupt sowas mögt. Zum Beispiel gab es bisher die Top 100 Minecraft Server, Top 25 Shader Packs und bald kommen noch die Top 25 Minecraft Fallen. Naja, das auf jeden Fall dazu und nun starten wir mit den normalen Texture Packs. Vorab ist nochmal ganz wichtig zu sagen, dass diese Texture Packs willkürlich gewählt sind. Das heißt, man kann sich hier nicht beschränken, das ist wirklich der Platz 1 oder das ist das beste Texture Pack. Denn jedes Texture Pack hat gute und schlechte Seiten. Ja, und dann würde ich mal sagen, starten wir mal mit dem ersten Pack, das DokuCraft Pack. Das Texture Pack ist sehr auf Mittelalter gemacht und hat auch eine interessante blaue Menüleiste. Viele Sachen sind verziert, vergoldet oder mit kleinen Klunkern ausgeschmückt. Zudem sind hier Waffen sehr mittelalterlich und handlich verziert und auch das Wasser hat eine kleine Animation. Das 128er Chroma Hits Pack hat viele realistische Züge, wie zum Beispiel in den Werkzeugen. Man sieht hier sich da die Schaufel an oder auch bei dem Zaubertisch. Generell ist das Pack aber eher dunkel gehalten, man beachte hierbei die verschiedenen Holzarten. Aber ganz im Gegenteil ist rund ums Glas alles sehr verziert und auf mediterran gemacht. Nummer 3 ist mein persönliches Lieblingspack für moderne Bauweisen. Hier überzeugt das Flosser Deck Pack mit sehr reinen, einheitlichen Texturen. Auch einige Blöcke werden von den Texturen hier komplett umgebaut und so besitzen sie nachher einen anderen Einsatzbereich. Hier zum Beispiel der rissige Steinziegel, der nun nach Parkett aussieht. Nummer 4 ist das sehr fröhliche und helle Dragon Dance Pack. Hier hat man eine lustige und kreative Darstellung der Waffen und Werkzeuge. Man achte hierbei auf das Holzschwert. Was zum Beispiel auch noch auffällt, ist, dass viele Grundtexturen so einen Kreisel haben, also so eine Schneckenform. Das passt zum einheitlichen Bauen auch sehr gut. Ergänzend zu sagen ist noch, dass Eisenzäune und Blöcke eine sehr schlössliche Verzierung haben. Kommen wir nun zum nächsten Texture Pack und hierbei ist das Mein LOL Texture Pack ein sehr realistisches Texture Pack. Die Angel und auch andere Werkzeuge finde ich persönlich ziemlich cool. Das Holz ist hierbei auch ziemlich glatt und geschliffen. Und auch hier die einsortierten Erze glänzen ziemlich und wirken auch so sehr wertvoll. Als nächstes hätten wir da das Zoatex Fanfare Texture Pack. Hierbei lassen sich besonders das Feuer und die Lava sehen und auch wenn man brennt, sieht man auch recht gut. Das Glowstone und auch Pilze können sich hier sehen lassen. Als nächstes ist das Juli Pack dran und hier fällt einem direkt dieser große Kreis in der Mitte auf. Naja, ich weiß ja nicht. Generell ist das Texture Pack sehr einfach gehalten, aber auch hier gibt es viele Besonderheiten. Zum Beispiel das spezielle Glas oder auch die Bilder. Denn mit solchen Motiven kann man echt viel anfangen. Zumindest von bautechnischer Sicht her. Und dann gibt es da noch die dünnen und kleinen Schwerter ohne Schaft. Nee, Moment mal, Schaft war das andere. Ich meine halt diese Seitendinger, die einen schützen sollen. Interessant ist das Pack allemal. Nummer 8 wäre nun das Bitchcraft Texture Pack. Hier muss ich auch sagen, ist es sehr einfach gehalten, aber zusätzlich nochmal im Comic-Stil. So zumindest, wenn man sich die Wände mal anschaut. Zudem haben einzelne Tonblöcke nochmal Textur von Bedrock. Ja, und ansonsten weicht das auch nicht ganz so von dem Default ab. Es ist halt nur ein bisschen aufgepeppt. Das nächste Pack Moderncraft wirkt auf den ersten Blick gar nicht so modern, aber die einzelnen Blöcke machen's. So zum Beispiel das Bücherregal, was einfach mega geil abgespaced aussieht und die Eisengitter. Echt cool gemacht. Oder auch sowas wie eine Leuchtstofflampe bei einer Redstone-Lampe. Damit könnte man echt coole Sachen anstellen. Nichtsdestotrotz könnten noch ein paar mehr moderne Blöcke rein, finde ich zumindest. Nun zu Nummer 10, Frendons Cartoon Pack. Hier wurden viele anderes aus anderen Packs übernommen, aber es passt hier auch perfekt rein. Was ich bei diesem Texture Pack ziemlich geil fand, waren die Zäune und der Crafting Table. Ist, denke ich, auch mal eine andere Variante. Oh, und der Beacon, der ist auch geil. Naja, ab zu Nummer 11, das CH Pack. Da haben wir es auf jeden Fall mit einem holzigen Inventar zu tun. Und auch die Truhen sehen hier nicht anders aus. Was auch hier wieder sehr cool ist, ist dieses Ding in der Mitte, dieser Cursor. Mein Gott, wie nennt man das? Schreibt es mal auf jeden Fall in die Kommentare, das möchte ich gerne mal wissen. Genau, abschließend hat es eigentlich ziemlich viel Ähnlichkeit mit dem Default. Das heißt, es ist perfekt für Texture Pack Einsteiger, würde ich mal sagen. Nummer 12, Traditional Beauty Pack. Was kann ich mir darunter vorstellen? Ich würde mal sagen, wieder eine sehr coole Default-Abwandlung. Nur, dass einige Texturen wie die beim Holz so ein bisschen hervorstehen, also so ein bisschen mehr gekennzeichnet sind. Wenn ihr versteht, was ich meine. Naja, aber nun direkt zum nächsten. Nummer 13, T-Craft Realistic 64er Pack. Der Lapis Lazuli
Block und das Wasser ist hierbei sehr episch gemacht. Gefällt mir auf jeden Fall genauso wie das Holz. Diese Farben sind mir persönlich ein bisschen angenehmer. Die Waffen sind hierbei auch ziemlich unterschiedlich. Das heißt, das eine Schwert ist meinetwegen total lang, das andere ist total breit. Sehr cool auf jeden Fall mit Abwechslung. Auch der lange Bogen macht gut was her. Ich feiere ja immer generell ein bisschen größere Items. Das nächste Pack Nummer 14, das Revival Pack, hat ziemlich coole Texturen. Und auch eine sehr seltsame Eigenschaft. Denn wenn man sich hier so den Boden anschaut, verfärbt sich die Holzfarbe, weil darüber irgendwie Licht ist. Keine Ahnung, wie das zustande kommt. Naja, dazu kommen auch mal die cool aussehenden Waffen und die einzigartigen Bilder. Nun das Minecraft 128er Pack for Kids. Also ganz ehrlich, hierbei ist der Teppich ja mal mega geil gemacht. Viele einzelne Verschnörkelungen sind generell ganz nice und auch die Truhen sind sehr gut gemacht. Und auch der Braustand macht was her. Als nächstes haben wir bei Pack 16 nochmal so ein Standard Mittelalter-Pack. Ist, um ehrlich zu sein, nicht immer meins, weil das doch immer recht gleich gemacht ist. Aber ich habe es trotzdem nochmal mit reingenommen, weil einige von euch könnte das echt interessieren. Ah, Stimme weg. So, Nummer 17 ist mir irgendwie gerade abhanden gekommen. Ravatz Realistic Pack. Aber findet ihr schließlich auf der Website. Dann könnt ihr es da auschecken. Dann aber zu Nummer 18. Und das ist ein Pack, Leute, das kennt eigentlich fast jeder. Und zwar geht es hier um das Fax Pur BDCraft Pack und das in der 128er Auflösung. Hierzu brauche ich auch fast gar nichts mehr sagen, denn jeder kennt das Pack und es ist verdient auch sehr erfolgreich. Nun zu Nummer 19 ein fast genauso erfolgreiches Texture Pack und zwar das Fateful 32er Pack. Es ist sozusagen nur die höhere Auflösung vom Default, aber das hat's in sich. Denn es ist einfach keine große Umstellung für die Leute, die schon im Default gespielt haben. Also ich feiere persönlich besonders diesen feinen Rauch bei den Brauständen oder diese Partikel bei Mürzel. Was aber ganz und gar nicht mit dem Default zu vergleichen ist, ist das John Smith 1.8 Pack. Ich würde es mal als sehr raues Pack bezeichnen, denn es hat wenige Blöcke, bei denen die Übergänge relativ seicht sind. Als Beispiel haben wir hierbei die Steine, denn da sind die Linien richtig krass eingemeißelt. Mir persönlich gefällt das, genauso wie das durchsichtige Inventar. So kann man natürlich die Gegner, wenn man das Pack auch im PvP einsetzen will, gut erkennen. Apropos PvP, die ganzen PvP-Packs sind natürlich auch auf der Seite und das Video wird folgen. Wenn alle drei Videos hochgeladen wurden, befindet sich in der Beschreibung die Links zu den beiden anderen Videos. Würde mich freuen, wenn ihr bis dahin wieder dabei seid. Und am einfachsten kriegt man das mit einem Abo hin. Nun zu Pack 21 Misas Pack, ein sehr interessantes, muss ich sagen. Es hat kleinere Animationen, wie zum Beispiel beim Zaubertisch, sehr cool auf jeden Fall. Und auch das Feuer sowie die Lava gefällt mir sehr gut. Besonders so eine Sachen wie ein Beacon oder auch die Braustände haben immer so kleine Partikel, die sich da bewegen. Diese Potion im rechteckigen Format machen auch gut was her. Besonders gekennzeichnet mit so kleinen Aufschriften ist das ziemlich cool. Das Verzauberungsbuch ist auch was komplett eigenes, genauso wie die verschiedenen Schwerter. So ein Zepter als Goldschwert macht doch gut was her. Im Endeffekt ist es aber ein eher graueres Pack, also so ein bisschen dunkler gestaltet. Das 22. Pack Oddcraft hat ziemlich cooles Wasser, muss ich sagen. Auch das Eis ist hierbei komplett durchsichtig und da lässt sich cool was machen, vom Bautechnischen auch. Das Bett sowie die Kiste an sich hat auch nochmal einen ganz anderen Style. Einige Tiere wurden auch cool gepixelt und somit ist das auch etwas anderes. So eine unscheinbaren Sachen wie eine Endertruhe haben die auch cool hingekriegt. Pack Nummer 23, das Herr Sommer 64er Pack. Das Texture Pack hat wohl mit Abstand die geilsten Bücherregale. Das Essen wie Kartoffeln oder Möhren sind sehr realistisch dargestellt und auch die Scheiben machen gut was her. Wenn man sie nämlich zusammenfügt, sind sie komplett durchsichtig. Und das hat mir früher immer gefehlt, wenn ich irgendwelche Glasböden bauen wollte oder sowas. Zuletzt darf auch nicht so ein Creeper-Bettbezug fehlen. Sowas wie eine Falltür sieht jetzt auch nach einer Falltür aus. Und all mögliche so eine realistischen Sachen hat das Pack halt. Kommen wir nun schon zum vorletzten Pack und hierbei ist die Rüstung ja mal richtig geil. Lässt sich auf jeden Fall bei einigen Skins gut sehen. Hier ist auch wieder viel aus dem Default vorhanden, aber was cool ist, sind zum Beispiel die Enderperlen. Die sind nur ein bisschen abgewandelt, indem man die Farbe geändert hat, aber ich finde, das macht schon was aus. Ja, nun aber zum letzten Pack aus dem Video Top 25 Minecraft Texture Packs. Das Half Pack oder Half Pack hat einen ziemlich coolen Kuchen, muss ich sagen. Lecker Schoko. Bevor ich aber selbst essen gehe, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass die Blätter hier ziemlich undurchsichtig sind. Als geschützte Hecke vielleicht ganz gut zu verwenden, aber im PvP-Bereich glaube ich nicht so. Zudem ist die Maserung von einigen Holz- oder Steinarten doch ziemlich cool geworden. Ja, das soweit zu diesem Drittel der Texture Packs. Es kommt ja noch eine ganze Stange auf euch zu, aber nun könnt ihr auf diese Website gehen. Der Link dafür befindet sich natürlich in der Videobeschreibung und euch dort die Texture Packs downloaden. Wenn ihr die beiden anderen Teile nicht verpassen wollt, speichert euch die Seite ein oder abonniert mich. Ich hoffe nun, ich konnte euch mit den Texture Packs etwas weiterhelfen und auch wenn ihr irgendwelche Freunde habt, die auch noch nicht so die Auswahl in Texture Packs haben, könnt ihr diesen ja diese Videos oder die Seite zeigen. Falls euch nun die ganze Arbeit gefallen hat, würde hier vielleicht ein Like nicht schaden. Mir hilft das sehr weiter, aber ich will nicht lange rumlabern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.